Bahnstation im Szeneviertel, Benimaklet. Hier fahren zwei U-Bahn-Linien, da sieht man sie schön. Und ja, ansonsten sind hier viele junge Leute aktiv. Da kann man Geld ziehen. Ansonsten ist das hier eine, wie jede U-Bahn-Station, eine wunderbar saubere, schöne Angelegenheit. Ja, da ist der Kundenservice für die Kunden. Und hier kann man zu den Straßenbahnlinien 4 und 6 umsteigen. Ne, zum Palau de Congresso und Richtung Beach, also Richtung Hafen und Strand. Und das werde ich jetzt machen. Deswegen ist die U-Bahn-Station auch immer sehr gut ausgelastet. Ne, das sowieso. Ja. Hier oben fahren dann die Straßenbahnen und natürlich der Autoverkehr. Ne? Stehen Leute. Ja. Ja, ansonsten ist hier, wie man sieht, einiges los. Ne? Hier sind die Gleise. Da war mal ein Orange-Geschäft. Das hat für immer geschlossen. Wahrscheinlich pleite gegangen durch Corona. Ja, das Wetter ist im Moment so lala in Valencia, aber morgen wird es wieder besser. Morgen kriegen wir wieder 25 Grad und kein Gewitter, ne? Aber auch in Spanien gibt es mal Gewitter. Man glaubt es kaum, aber auch hier gibt es mal Gewitter. Auch hier im schönen Süden gibt es mal Gewitter, aber das ist nicht der Rede wert. Das ist nicht wie in Deutschland, ganz sicher nicht. So, ne, die Leute hier, also ich sag mal so, es gibt hier auch in Spanien schwarze Schafe, ne? Auch hier gibt es bekloppte Leute, mir wurde hier fast mal die Tasche gestohlen, die habe ich dann so doll festgekrallt und habe sie ihm aus der Hand gerissen. Das werde ich auch in Zukunft so machen. Ja, man muss sich ja wehren. Und ansonsten, ja, wie gesagt, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Was manche Leute angeht. Ein bisschen Vorsicht walten lassen wie in Deutschland und dann kann einem hier nichts passieren. Das sind die schicken Straßenbahnen. Oha, und es gewittert. Es gewittert, Halleluja. Da haben wir ja heute Abend ein Spektakel hier, was seinesgleichen sucht. Hier nochmal die Haltestelle gezeigt. Ja, und hier warte ich jetzt mit den ganzen Leuten auf die Straßenbahn, die im Moment
noch nicht kommt. Aber ich denke mal, dass sich das demnächst alsbald dann ändern wird. So lange werde ich nochmal was nachgucken hier. Oh, es gewittert. Es gewittert. Und das in Spanien. Wir sind hier nicht in Deutschland, in Alemannia. Wir sind hier immer noch in Spanien. Es gewittert. Das ist sehr selten in Spanien. Dass es so doll gewittert, ist selten. Also es gibt mal einen Schauer, es gibt auch mal einen Sturm hier, aber nach einer Viertelstunde ist das alles normalerweise kein Thema mehr. Aber heute hat sich das Wetter hier in Valencia offensichtlich mal für, wobei heute Nachmittag war es ja schön. Heute Nachmittag war es, oh, jetzt geht das hier rund. Aber wir müssen ja jetzt in die Straßenbahn einsteigen. Ich kann ja jetzt nicht mich vor dem Blitz immer wegducken. Das nützt da. So, ich hoffe, dass die Bahn jetzt gleich kommt. Also langsam möchte ich dann auch nach Hause. Da! Gewitter, 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 Gewitter. Ey. Eindeutig. Das ist sowas von selten. Zweimal im Jahr gibt es hier Gewitter. Zweimal im Jahr, ansonsten ist hier alles muy bien. Rumpel, Rumpel, Pumpel und weiter geht's mit Gewitter. Schade. Hoffentlich wird das heute Abend noch wegziehen später. Ja, auch in Spanien wohnen manche Leute so, ne? Also das ist keine deutsche Spezialität, ne? Das möchte ich hier nochmal betonen. Auch hier wohnen manche Leute so, ne? Das hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern das ist die Wohnbauweise, die hier auch existent ist. Das hier ist ein neueres Gebäude. Davon gibt es in Cabanyal aber auch ein paar. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch 20 Minuten stehen müssen.